Dankeschön. Danke an euch alle. Ja, danke euch. Danke, Willilein. Oh, danke, Gitti. Du hast wieder schwerster Bett unsere gelöst. Ballerina. Geh bitte. Naja, das ist ja, welche Frau will nicht auf Händen getragen werden, ich mein. Ja, und gleich so oft beim langsamen Walzer. Das motiviert mich so. Na, wenn er mit Rad, dann brauche ich nicht hatschen. Und so viele Hebefiguren eingebaut, vielleicht können wir uns das auch nochmal in einer schönen Slow-Mo anschauen. Das Kurt Bonkratz, unser Regisseur, hat bestimmt die ein oder andere Slow-Motion vorbereitet. Das ist die Pensionisten-Choreografie. Der junge Mann arbeitet, die Dame sitzt und wartet. Schau da, schau, ich bitte diese schöne Hebefigur an. Gitti, was sagst du selber? Wer hat gesagt, ich bin elegant? Ich hab's gesagt. Ich sag das auch. Da, und du siehst es da ja. Was sagst du selber dazu? Wer kommt jetzt drauf? Oh, was war denn da los eigentlich? Hat das Kreuzweh da oder was war da? Als du dich nach vorne gebeugt hast, ganz kurz habe ich gedacht, oh, da hat was weh da. Nein, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich nicht so ungelenkig. Und außerdem, wurscht, was die Jury sagt, ich habe schon gewonnen. Aus dem einfachen Grund, seit ich trainiere. Okay. Weil früher bin ich immer so gegangen, so. Und jetzt gehe ich schon etwas besser. Siehst du? Ich kann auch. Na wirklich. Na, das ist jetzt kein Spaß oder Schmäh, das meine ich ernst. Ich werde auch, also solange ich bei Dancing Star drin bleibe, nicht, macht es gescheit, dass ich länger drin bleibe. Zu spät. Werde ich das machen, aber nachher gehe ich zweimal in der Woche, das tut mir gut. Und alle dicken Mädels oder alle molligen Mädels, geht's tanzen, wir sehen, das macht Figur. Das damit ist echt geil. Entschuldige. Nein, also du bist ja seit, man muss ja gar nichts sagen bei dir, du machst einfach selber und das ist gut so. Jetzt so fangen wir aber trotzdem noch kurz zu Nicole. Nicole. Also ich muss sagen, Gitti, du hast es geschnallt, weil das Tanzen ist für dich und nur für dich und das nicht alle verstehen das und du hast es geschnallt und es ist, ich finde das absolut genial. Wenn ich jetzt zum englischen Walzer mich auch noch äußern muss, muss ich sagen, ja, es war schon noch ein bisschen holprig und vielleicht noch nicht so ganz elegant, wie es in ein paar Wochen werden könnte. Ja, es ist ja noch Potenzial. Ich kann mich nicht so dehnen. Ich kann mich noch so elegant machen, schau immer aus wie der Hustinettenbärt. Es war schon in der Tanzschule so, also in der Ballettschule. Na, aber ich finde habe als Teddybär habe ich mehr Applaus bekommen als die Puppenfee, die tanzen wollte. Man muss seine Rolle finden und dann passt. Aber ich finde auch, Willi, ein Kompliment. Er hat eine sehr schöne Choreografie gemacht. Ich fand die Umarmung so am Anfang, fand ich sehr schön, dass du sogar die Augen geschlossen gehabt. Ja, wir haben es noch nicht veröffentlicht. Es war sehr romantisch. Du hast eine sehr schöne Choreo gemacht. Ich habe wirklich so viel Spaß, es macht mir man so sieht's, breit. Man sieht's und das springt drüber. Oh, jetzt schaut der Papa nicht. Schaut der ja, schon. Also, wo bleibt der Spaß, ich? Hannes? Ich habe einen Spaß gehabt. Aber ich muss eine du, wenn du traurig sein willst, musst du Nachrichten ausschauen. Das war... Das ist ja wahr. Kann ich einen Wunsch äußern? Ja. Lern tanzen. Vielleicht nächstes Mal anders die Hebefigur. Ich was? Bin oben. Der Willi ist. Ich oben. Will. Nein, ich bin ja schwache Frau. Schaut aber nicht so aus, ne? Na, war noch gut. Starker Charakter. Wir haben eh was probiert, aber da, so was das, so zum Durch. Na, da bin ich auf einem draufgekommen, da war einmal bald gestorben. Ja, trotz allem, elegant bis. Es geht nicht besser momentan. Aber wir freuen uns auf nächste Woche. Ja, und wie? Also, gibt's Numeros? Gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Ich schicke euch zum Klaus, ich nehme das Mikrofon, ihr haltet euch fest. Danke. Dankeschön. Danke. Danke. Jetzt machen wir einen Abgang. Jetzt machen wir einen Abgang, ja. Und Willi Gabay G. 4, aber du bist der Wahnsinn. Na, besser als gar nichts. Der Bayer schwitzt.
Nur vom purer Angst. Nicht mit Zorn. Na, passt. Hannes. Vier und ich freue mich auf nächste Woche. Ja, dann hättest du einen Zehner geben müssen. Drei, aber ich freue mich auch auf nächste Woche. Dankeschön. Wie viel haben wir denn? 14 jetzt? 14 insgesamt und dann kommen noch Anrufe dazu.